Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Forza Horizon 5. Meine Damen und Herren, ich bin gerade ein bisschen mit meinem Lamborghini unterwegs, aber wir haben jetzt eine wichtige Aufgabe. Ich werde nämlich meinen Autogutschein einlösen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht und bin zum Entschluss gekommen, ich habe Bock auf den Mercedes AMG One. Jetzt filtern wir nämlich mal einfach nur nach Hypercars, also wirklich den krassesten Autos, die es gibt. Hier haben wir sie. Zum Beispiel den Bugatti. Also die kosten schon alle ordentlich was. Auch der Königsegg ist echt geil. Aber ey, ich hab Bock auf den Mercedes AMG One. Der kostet 2,7 Millionen Credits. Ich werde mir den gönnen. Ich finde auch das Design gewöhnungsbedürftig, aber irgendwie geil. Vor allen Dingen, wir können ihn auch richtig teuer wieder verkaufen. Alter, das gefällt mir ja ganz gut, ey. Das hier wäre natürlich so ein bisschen auf Formel-1-Style angelehnt. Ich gönne mir allerdings erstmal hier dieses Quietschige. Genau, jetzt können wir hier unseren Autogutschein nutzen. Und es klappt. Alter, Junge, der Wagen ist so krank. Guckt euch das an. Das ist auch, soweit ich weiß, das schnellste Auto, was es gibt. Also hier mit Straßenzulassung. Ja, aber ich glaube, ich fühle die Farbe doch nicht so hundertprozentig. Die werde ich auf jeden Fall nochmal ändern. Wir gönnen uns aber auf jeden Fall einmal ein Tuning. Oha, V-Max ist gar nicht so geisteskrank. Nicht mal jenseits der 400. Können auch gleich nochmal mit dem Tuning ein bisschen spielen. Weil das hattet ihr mir auch gesagt, dass ich teilweise ein paar Sachen anpassen muss. Was wir mal ausprobieren. Hier vorne ist ein Blitzer. Da brauchen wir 386 km/h. Ja, das sollten wir doch schaffen mit dem. So, 1,8 Kilometer. Dann machen wir uns jetzt mal hier schön einen kleinen Rekord. Ja, der beschleunigt einfach immer weiter. Nice one. Na komm. Oh, 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 das ist... Junge, du musst mehr ballern. Du musst mehr ballern. 370. Das hat nicht gereicht. Wir brauchen 386. Das hätten wir jetzt erreicht. Jetzt gönn dir die 386. Also ich glaube, dass dieser Königsegg Jesko oder so... T100 oh, stimmt, ein Scheunenfund. Oh nee, wir sind schon wieder... Sag mal, wir sind schon wieder zu langsam. Komm, 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 fahr, 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 fahr. Es sind doch nur noch 85. Yeah. 87, easy going. Ich habe immer dran geglaubt. Nächste Kapitel von Horizon brauchen wir noch, glaube ich, circa 700. Das Geile ist, wir gönnen uns jetzt mal einen Wheelspin. Ah, stimmt, den einen Pagani können wir auch verkaufen. Oh, hätten wir beinahe den zweiten gewonnen. 50.000 nämlich auch, finde ich geil. Na komm, na komm, na komm, gönn rein. So, Leute, ich habe den Wagen jetzt ein bisschen überarbeitet. Neues Design. Oh, das sieht schon geil aus. Ist halt wie der Formel-1-Wagen, also vom Design her. So, wir brauchen jetzt noch 6.650 Auszeichnungspunkte. Bedeutet, wir brauchen ein paar Aufgaben. Oh, hier ist doch direkt ein Straßenrennen. Oh, warte, warte, warte. Hier ist ja noch was. Beschleunigungsrennen. Ah, ist der Wagen perfekt für Beschleunigungsrennen? Wir werden es jetzt gleich mal ausprobieren. Ich persönlich würde sagen, nein. Da ist der Porsche Taycan, glaube ich, immer noch die absolute Maschine. Okay. Na komm. Drei. Was? Oh, oh. Jungs, Jungs. Ja, da zieht er doch weg. Moin, wir sehen uns später, Alter. Jawoll. Let's go. Ich muss auch sagen, ich finde diesen Schnorchel oben, ist gewöhnungsbedürftig, aber dieser Schnorchel, wisst ihr, da... da fällt einfach so ein Ding um. So, back auf dem Festival. Ja, ich weiß, hier so ein kleines Sprintrennen. Jetzt muss er wirklich zeigen, was er kann. Aber ich glaube, der ist gut. Der ist nicht... Also auf Topspeed gedrillt ist er nicht. Aber ich glaube einfach, er hat ein richtig geiles, also so eine geile Kurvenlage. Das ist ja auch der Vorteil bei Formel 1 Wagen. Wegen. die haben ja nicht so V-Max, so übertrieben ist krass, sondern die brettern aber halt um die Kurven sehr, sehr gut. Ja, geht besser. Ah doch, hier die Bremsen, die sind griffig. Bis dato sind wir aber 5 davon 12. Da geht noch was. Oh ja, guck mal, wie wir uns ransaugen. Hier ist schön, aber... Oh. Da hat er keine Chance, der Königsegg. Außer uns hier auszubremsen, natürlich. Ja, doch. Kurvenlage ist geil. Zack, an dem vorbei. Ich habe übrigens auch nicht den Lamborghini zum Beispiel genommen, weil der Veneno, heißt der, glaube ich, der hätte sogar 3 Millionen Credits gekostet. Und den hätte man sich auch für den Gutschein holen können. Habe ich mir allerdings nicht gegönnt, weil wir den in Forza 4 schon hatten. Und ich wollte jetzt unbedingt mal ein Auto ausprobieren, was wir noch nie gefahren sind. Deswegen finde ich den Porsche Taycan auch so geil. Ah, scheiße, wir müssen uns richtig beeilen. Vorne ist, glaube ich, der Porsche. 80%. Na komm. Oh, da flexen wir ihn weg. Jetzt ist er noch dran. Ja, schön beschleunigen. Aus dem Windschatten rauskommen.
Ja, und innen vorbei kommen die letzten 10%. Ja, der bricht manchmal aus, aber insgesamt finde ich, fährt er sich geil. Also muss ich sagen, gefällt mir richtig, richtig gut. Jawoll! Leichte Kratzer da vorne, aber... Hier, Mercedes, ruf mich an. Ich fahre nächste Saison dann für Bottas. Alter, wir haben mittlerweile so viele Optionen, was wir alles machen können. Oh, da ist ein Scheunenfund, ne? Oh, da fährt Paletto aber doch mal ganz, ganz kurz einmal hin. Ist ja auch mit dem Wagen nicht ganz so weit. Bis dato gab es eigentlich nur Offroad-Autos, ne? Als Scheunenfund. Vielleicht haben wir dieses Mal mehr Glück. Wir könnten auch gleich mal einen Scheunenfund abholen. Ich hab nämlich, glaube ich, noch welche. Ah, wir sind, glaube ich, gleich schon bei Vmax. Ah, 3,87. Mehr geht nicht. Ja, doch. Ah, 3,90. 390 Stundenkilometer. Ja, ich fahr mal kurz Offroad. Oh, nee. Oh, ach, komm. Ey, und warum ist hier vorne ein Blitzer? 434? Ja, warte mal. Mit dem schaffen wir das nicht. Ich brauche mal kurz den Taycan. Drück mal bitte ganz kurz die Daumen, dass wir die Geschwindigkeit hier packen. Weil wir haben noch circa 2 Kilometer. Aber wir müssen auch noch... Oh. Komm schon, einfach durchziehen, Junge. Du musst das schaffen. Boah, habt ihr das gerade gesehen? Das sah so aus, als würde der Wagen fast abheben. Nee, 300. Bitte, 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 40, 40, 40, 2, nein! Und ab in die Büsche. Was? Wir haben die 3? Mein Spatzenhirn hat... Okay, chillig. Ach, hier ist ein... Als ob hier ist eine Sprungschanze. Hoppa! Let's go! Wunderbar. 414. Oh, neues Kapitel. Ja, warte, erstmal Scheunenfund. Hey, oh. Patrick. Ja. Zeit für ein Abenteuer. Yeah. Ei, ei, ei. Ja, warte, nerv mal kurz nicht. Ich muss hier erstmal was finden. Ist das hier vorne? Schade. Au. Das wäre natürlich sehr chillig gewesen. Ja, toll. Hier sind jetzt natürlich viele solcher kleinen Kassas. Da war Bauer. Habt ihr den Träger gesehen? Das war Bauer Willis Außenposten. Oh. Jaguar. Nein, nein, nein. Was denn? So ein Ding wurde vor ein paar Jahren in Texas gefunden. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es noch einen gibt. Das ist ein 250 GTO. Wir haben nein. Den Jackpot. Ja! Let's go! Einfach mal einen Ferrari gefunden. So, Testfahrer. Ja, ja. Horizon Rush. Oh ja, was ist das denn für ein geiles Auto? 5 Minuten, 20 Sekunden. Hola! Hola. Tillman hat uns gebeten, Telemetriedaten aller Stuntfahrer bei Horizon Rush zu sammeln. Ja. Er meinte, du wärst am besten von allen. Ja, man kennt mich. Ja, kurz abgekürzt hier. Ja, stimmt, warte mal, Alter. Was wollt ihr denn? Ich fahre hier querfeldein. Das ist so eine Abkürzung hier. Wenn ich nach da hinten soll, dann ist es doch wesentlich effizienter, wenn ich hier einfach sage, okay, ich fahre den einfach den... Oh nein, das ist so eine dumme Idee. Das ist so eine dumme Idee. Aber sie... Scheiße, okay, wartet. Ich muss nur hier ein bisschen, jetzt ein bisschen nach rechts umlenken. Ja, oh, guckt euch das an. Ich könnte mir vorstellen, oh, scheiße. Das war eine blöde Idee. Nein. Okay, es hatte scheinbar doch einen Grund, weshalb man da nicht längs fährt. Okay, alles gut. Dann halte ich mich diesmal ein bisschen weiter links, damit wir hier, hoppa. Ja, fast. Das war schon meiner Meinung nach die richtige Richtung. Wir müssen hier nur ein bisschen... Ja, so, genau. Hopp. Junge, perfekt. Ja, okay. Junge, let's go. Ich bin der Meinung, dass wir schneller waren. Wir werden es am Ende sehen. Entweder war es eine geile Idee oder dumm. Guck mal, hier kann ich doch auch abkürzen. Guck mal, dann komme ich wieder hier. Slide ich rein, erreiche den nächsten Zielort. Da kann ich auch wieder hier schön nach links. Also ich bin halt echt gespannt auf die Zeit. Jawoll. Alter, wir nehmen smarte Abkürzungen. Auch hier kann ich sagen, Geronimo. Ja, warte, warte, das ist gerade schlecht mit dem Wenden. Das ist gerade schlecht. Ja. Okay. Yep. Wie geil, Junge. Ey, das war... Ja, nicht auf die Gleise. Das muss doch Weltrekord sein. Erreiche den letzten Zielort. Also die Zeit haben wir ja sowas von zerstört. Wir kommen fast 1,5 Minuten früher ins Ziel. Boom. Das war ein geiles Rennen. Das hat richtig gebockt. Ja, ja. 3 Sterne. Ah, hier sind ja auch die Straßenrennen. Das werden wir jetzt auch nochmal machen mit dem. Abgesehen von diesen Beschleunigungsrennen sind wir die, glaube ich, noch gar nicht gefahren. Genau, Horizon Straßenszene. Gönn mal rein. Oh, nehmen wir uns schönen Lamborghini. Boah, was haben die denn immer für einen Start? Junge, der SUV, einfach gar keine Chance.
So, hier sollte ich jetzt rechtzeitig bremsen, weil da kommt Gegenverkehr. Stimmt, die Rennen waren an sich auch immer schon sehr, sehr geil. Wir müssen jetzt hier mal gucken, dass wir nicht zu viel driften. Denn das mag unser Wagen gar nicht. Okay, wir haben aber erst 31%. Oh, Stufenaufstieg, geiles Ding. Stufe 17 sind wir schon. Oh, da ist ein Wheelspin. Kann ich den jetzt benutzen? Nee, okay. Boah, sag mal. Junge, da war keine Lücke. Volles Risiko. Kleiner Drift. Okay, wir sind schon über 50%. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen rangehen. Aber die Autos, Alter, der Gegenverkehr, der kann einen schon ziemlich aus dem Konzept bringen. Ey, die sind zu weit weg. Ich brauche jetzt ein kleines Wunder. Da vorne. True GLP, Alter. Das ist halt das, was ich meine. Dieser Gegenverkehr ist halt einfach unberechenbar. Wir brauchen jetzt hier noch... Oh, wir kommen gut ran, wir kommen gut ran. Schnell nochmal an dem vorbei. Nein, 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 komm. Was ist das denn jetzt hier für eine Kamera? Hä? Ich war da noch gar nicht drin. Immerhin Dritter. So, Leute, jetzt Daumen drücken. Wheel Spin. Ich mache Augen zu, ich mache Augen zu. Ist es was Geiles? Bitte lass es was Geiles sein. Bitte, bitte. Alter, wir waren ein vor 250.000. Aber ein 2020er Gladiator sieht auch nett aus. Ist immer noch ein Auto. Na komm, die Rundstrecke ballern wir auch nochmal. Ich glaube, ich werde den Wagen zu Geld machen. So geil ich den auch finde, für zukünftige Autoprojekte brauchen wir einfach ein bisschen Bargeld. Und da werden die, ja, was, ich weiß gar nicht, was man für den kriegt. Können wir gleich nochmal gucken. Aber ein bisschen was, oh, hier ist ein Senna dabei. Ein bisschen was wird man für den auf jeden Fall bekommen. Weil ich möchte natürlich auch in dem Teil mal wieder ein paar Autos ausprobieren. Und ich glaube, es wird auch noch so viele geile Autos geben, die wir ausprobieren werden. Von Lamborghini bis Porsche. Stimmt, es ist auch ein neuer McLaren dazugekommen. Ich glaube, der Speedtail, den gab es noch nicht in dem anderen Teil. Und auch den Porsche Macan. Das hatte ich auch gelesen, der müsste auch neu sein. Ja, Batman, mach mal bitte, dass du wegkommst. Ja, sehr gut. Ah, ich glaube, hier links war der sogar, dieser eine McLaren. Stimmt, da könnten wir uns auch mal einkaufen. Oh ja, ich glaube, das mache ich in der nächsten Folge, weil wir haben noch gar keinen McLaren. Die beiden hier. Ich weiß gar nicht, was das für Autos da vorne sind. Ich weiß nur, sie sind verdammt schnell. Ich komme auch nicht so richtig ran. So, wir haben jetzt noch eine Runde Zeit. Komm, verbremst euch mal. Ja, wir saugen uns ran. Wir sind in Schlagdistanz. Oh ja, bisschen später bremsen als der andere. Wunderbar. So, einer noch. Jawohl, 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 jawohl. So, jetzt den Deckel drauf machen. Schön. Oh, Junge, die Palme wäre mir beinahe zum Verhängnis geworden. Okay, ich bin so dumm, ich bin so dumm, ich bin so dumm. Hey, jetzt hier richtig reinbremsen. Ja, perfekt, Paletto. Ja, sehr gut. Kommt der? Nee. Let's go. Oh. Ja. Geil. Daumen hoch, geil. Bitte, bitte gönn, 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 gönn. Oh, let's go. Boah, da hätten wir fast aber auch den Testarossa, aber 125.000 Ditcher sind auch geil. Jawohl, wir haben gut abgesahnt heute. In diesem Sinne, lasst gerne ein Like da, wenn ihr Lust habt auf weitere Folgen von Forza Horizon 5. Denn, also, ich würde sagen, morgen um 14 Uhr gibt es direkt die nächste Folge. Schaut gerne in die Videobeschreibung für Mini-Paluten und vieles mehr. Vielen Dank für euren Support. Hier ist jetzt auch noch mein Team-Paluten-Kanal und weitere Videos. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss.